Der Stern von Bethlehem, was war das jetzt eigentlich gewesen? Es gibt es mehrere Theorien, die aber von irgendwelchen anderen Wissenschaftlern auch jeweils immer wieder widerlegt werden. Und zwar gibt es die erste Theorie zum Beispiel, eine Supernova in der näheren Umgebung hier zum Beispiel. Das heißt, es wäre ein Stern, der explodiert, ein Großteil seiner Masse oder gar komplett zerstört wird, in den Weltraum abgibt und dadurch heller erscheint als jeder andere Stern. Das kann man auch über mehrere Tage sehen hier auf der Erde. Und diesen Stern wären dann halt die drei Heiligen, die Weisen aus dem Morgenlande gefolgt und haben den dann als den Stern von Bethlehem betrachtet. Oder aber es war eine Planetenkonstellation hier in unserem Sonnensystem, und zwar wäre das dann der Jupiter und der Saturn gewesen. Das wäre so circa 5 vor Christus gewesen. Da hatten die halt diese Konstellation. Auch dieses Erscheinungsbild wäre sehr hell geworden, allerdings nicht so hell wie eine Supernova. Es sind die zwei massereichsten Planeten hier in unserem Sonnensystem, werden auch dementsprechend von der Sonne angestrahlt und bringen auch das Licht dann wieder zur Erde zurück, was man dann auch als hellen Stern wahrnehmen kann. Die Konstellation war vielleicht schon ganz gut, aber sie ist ja nicht so hell, ne? Also, wie groß sieht man den Saturn? Wie groß sieht man den Jupiter? Man sieht sie da schon als große Punkte, aber nicht so groß. Und wenn die halt zusammenstehen, werden die vielleicht ein bisschen größer. Und man kann die auch nur in der Nacht sehen. In den biblischen Geschichten wurde dieser Stern mit einem Schweif dargestellt. Und zwar, was hat als einziges hier in der Kosmologie, ja, ein Schweif? Ein Komet. Das sind diese riesigen, großen, ja, 100 Kilometer großen Eisblöcke aus gefrorenem Wasser, aus gefrorenem Gas, weil es ja oben ziemlich kalt ist. Bei minus 270 Grad ist nun mal das Gas auch in einer festen Form, kommt in der Nähe von der Sonne. Ja, der Komet taut etwas auf, taut an, gibt das Material aus seiner Flugbahn heraus und es entsteht ein Schweif. Dieser wird dann natürlich von der Sonne halt eben angestrahlt, der große Kern natürlich auch, und dann kann man den halt als großen Stern mit Schweif hier auf der Erde erkennen. Ja, die Kometentheorie ist ja auch mein Favorit sozusagen, ne? Denn man kann einmal hier voraussagen, welche Kometen hier mittlerweile ihre Umlaufbahn um die Sonne haben. Wie zum Beispiel damals mal der Hallische Komet. Ich muss jetzt leider in der Vergangenheit sprechen von diesem besonderen Himmelskörper. Der hat eine Umlaufzeit von 75 Jahren. Dann hatte der natürlich einen Doppelschweif gehabt. Ja, und er ist natürlich dann in den Jupiter reingefallen und ist dann sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes verschütt gegangen. Es gibt aber auch Kometen, die haben halt eine Umlaufbahn von einigen tausend Jahren sogar. Und die kann man natürlich nicht einfach so katalogisieren. Ich meine, sie haben schon sehr viele Kometen katalogisiert, aber unter Garantie noch nicht alle. Daher kann ich mir vorstellen, dass es einer dieser Kometen sind, weil die kommen ja aus dem Asteroidengürtel oder noch weiter von weg, aus der Oortschen Wolke. Kommen die hervor und haben dann halt ihren irren langen Weg aus der Oortschen Wolke um die Sonne drumherum und wieder Richtung Oortsche Wolke. Das sind natürlich etliche Distanzen, die dieser Komet halt einfach zurücklegen muss. Oder aber es war ein interstellarer Komet. Jetzt am 30. August 2019, ja fast jetzt, hat der Astronom Gerndi W., den Namen kann ich nicht aussprechen, Borisow auf der Krim einen Kometen entdeckt. Und ja, dieser wurde dann als
interstellarer Komet erkannt. Das heißt, das Ding muss irre lange unterwegs gewesen sein, weil das nicht aus unserem Sonnensystem kam. Das haben sie ja festgestellt, halt eben durch eine Spektralanalyse, aus welchen Stoffen und Materialien der halt eben zusammengesetzt war. Somit hat man dann erkannt, dass dieser nicht hier aus diesem Sonnensystem kam. Ja, auch das könnte ich mir vorstellen, dass es so ein Objekt war, ein interstellarer Komet, der halt auch ziemlich dicht an der Erde vorbeigeflogen ist, auch ein ziemlich großes Objekt, der dann halt von der Sonne angestrahlt worden ist, den man dann auch am Tage sehen konnte, der war halt der Kern plus Koma halt eben sehr stark zu sehen war und der dann halt biblisch in den Geschichtsschreibungen so niedergelegt wurde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Kommentare sind natürlich auch immer willkommen und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, ja, dann besucht meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.